rein. Magt ihr überleben? Was wird kommen? Nee, nackte Überleben jetzt nochmal? Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Zugzwang im Yoti-Iu-Schrein. Okay, klingt gut. Klingt sehr gut. Hat aber was zu bedeuten. Okay. Irgendwas mit Strom. Den bekomme ich auch nicht. Runter. Okay. Kann ich jetzt einfach so da rausziehen oder was? Nee. Der baut sich wieder zurück, demnach. Oder was? Hat ja auch eben auch einen Moment gedauert. Okay. Zugzwang. Okay, den Deckel kann ich jetzt als solches nicht in einem... Oha. Okay. Sinn sollte das geben. Nee. Oha. Oha. Der bewegt sich die ganze Zeit. Wenn ich sie rausnehme. Okay, das ist schwierig. Was für den? Hä? Es steht unten einfach immer instabil, immer. So, aber welchen Sinn hat einfach dieses Teil hier? So.
Welchen der Klötze kann man noch entfernen? Bini? Wackelturm. Dass so Spiele nochmal zurückkehren? So. Ah. So, okay. Verstehe. Oh, ich krieg jetzt sofort einen Schlag. Genau. Alles klar. So. Ich will es mir jetzt nicht schwerer machen, als es sein muss. Sonaniumbogen. Sehr schön. Ja. Danke sehr. Sehr nice. Und jetzt beim Alcala-Institut, beziehungsweise, ja doch, Alcala-Institut bin ich sehr gespannt. Wer da so sein wird. Segenslicht Nummer 4. So. Lasst uns jetzt mal hier noch umziehen. Ich kann diese Klamotten da nicht mehr sehen, diese Hitze-Dinger. Sehr schön. Achso, boah. Ich war gerade so ein bisschen irritiert. Oh, oh, hier sind aber... Hier sind Zeichen der Jägerbande. Das ist kein gutes Zeichen. Und das Institut sieht komplett anders aus. Ich glaube, es ist ein Ort der Jägerbande geworden. Kann das vielleicht sein? Was hat er? Reicht da das Steinchen? Nee, zumindest nicht eins. Ein zweites Steinchen. So. So, komm. Oh. Sorry. Ich dachte, es kippt nur zur Seite. Okay. Ich überleg mir was. Aber vorher will ich jetzt zu diesem Institut hier oben. Ich will wissen, was hier los ist. Oh. Oha! Hier ist echt alles voll mit Jäger und so weiter. Selbst die Türen. Es ist alles vollgeklebt. Was ist hier passiert? Und
Und das war das nicht vorher da oben drauf hier? Okay. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass es wieder unten im Meer irgendwo, also am Boden ist, aber nicht da. Mal klopfen. Was zum... Wer ist der? Hm? Es ist Link. Link ist hier. Feindlicher Angriff. Oh nein. Oh nee. Ernsthaft jetzt. Okay. Oha. Nein. That's not funny. Ich hab keine Pfeile mehr, Leute. Das ist nicht witzig. Die Waffe hier ist zu langsam. Oh, ich bin ausgewichen, der hat mich trotzdem getroffen. Oh nein, ich habe eine Maxi-Rübe gegessen. Das war zu schnell. Entschuldigung. Jo, okay. Bonobo, kannst du bitte angreifen? Für deine Unterstützung. Kann dich hier so ein bisschen schlecht erkennen. In dem Waldstück. Gerade sagen. Okay, komme ich jetzt rein? Waffentasche ist voll. Mach auf jetzt. Oh, hallo. Tut mir leid, ich werde deine Uniform anfertigen, ohne weiter zu rumoren. Du, sag mal, du bist keiner von den Jäger, oder? Bist du gekommen, um mich zu retten? Bestimmt. Nun ja, es ist so und so. Das ist ja wunderbar. Endlich werde ich diesen Ort verlassen können. Mein Name ist Kurt. Ich habe geschickte Finger und, wenn ich das selbst mal so sagen darf, einen guten Modegeschmack. Und das hat diese Jäger schon gereicht, um mich zu zwingen, hier Sachen für sie zu nähen. Ich habe allerdings nicht die geringste Lust, noch mehr dieser geschmacklosen Fetzen zu produzieren. Weißt du was? Dieser Jägeranzug schenke ich dir. Mach damit, was du willst. Hauptsache, ich muss ihn nicht mehr sehen. Mega. Er ist mir ganz gut gelungen. Auch wenn der Stil furchtbar ist, trägst du das ganze Set, hält man dich noch für einen Jäger. Tja, und bevor sie zurückkommen, sollte ich verschwinden. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Okay, cool. Stylisch. Die Maske hatte ich schon, ne? Da. Fehlt nicht mehr viel. So. Aber nehmen wir erst noch die anderen Sachen hier. Wo haben wir es denn? Quatsch. Oh Gott. Ablegen. So. Okay, aber was? Okay. Das könnte ganz interessant werden. Ich mache hier gerade ein Foto. Ich habe keine Zeit für den Blutmond. Yes! Na komm, dann mach schon. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben.
Und ihr Hass ergießt sich über das Land. So, so, so. Okay, ich glaube, das war wirklich alles. Oh, ne. Fast übersehen. Eine Truhe. Teleportmedaillon, Prototyp. Der Prototyp des von Robelo angefertigten Teleportmedaillons ist aufgrund fehlender Daten nicht einsatzbereit. Hey, aber schon mal ein Anfang. Alles klärchen. Dann raus. Ja, aber das mit dem Labyrinth hier im Himmel ist echt schon interessant. Das muss ich sagen. Okay, es ist halt einfach auch nochmal hier unten. Aber... Ah. Sekunde. Warum sind hier so viele Möwen da unten? Oha. Das hat jetzt hier gerade fast böse geendet. Den Schrein nehme ich mit. Dann will ich mal gucken. Rasiwaka-Schrein. Aber das Labyrinth, warum? Warum dann im Himmel sowohl als auch am Boden? Sind es zwei verschiedene oder hat es einen Zusammenhang? Auftrieb im Rasiwaka-Schrein. Wie kommt da drauf? Okay, es scheint aber nicht alles zu sein, oder? Ich habe keine Pfeile mehr. Ich kann ich das jetzt hier nicht. Habe ich irgendwie eine kleine Waffe, die ich werfen kann? Ja. Sehr gut. Okay. Das kriegen wir ja mit der Zeitumkehr hin. Bis jetzt noch recht simpel. Okay. Ach Quatsch, Entschuldigung. Da ist eine Truhe. Sagen, die können sich trotzdem bewegen. Sonst wären es die ganz normalen Steinkugeln. Aber wie sollen die sich bewegen, wenn ich da was festgeklebt habe? Okay. So funktioniert das. Dann mache ich es natürlich anders. Ja, geht auch nicht.
Nein, nicht gut. Komm. Können wir das? Muss es jetzt genau in der Mitte sein? Echt jetzt? So am Rand. Macht das jetzt einen Unterschied, ja? Macht tatsächlich einen Unterschied, ja. So. Wo ist die Kiste? Nein! Okay, wir müssen nochmal zurück. Großer Zauberstab. Okay, wow. Das hat sich jetzt leider nicht so gelohnt, aber nicht schlimm. So. Muss ich jetzt hier noch was mitmachen, oder? Es fehlte noch. Wir sind aber auch manchmal echt ein bisschen pingelig hier. Das nächste Segenslicht. Sehr gut. Okay, schön, dass es jetzt gewittert. Danke dafür. Wow. Es wird mir jetzt trotzdem sehr helfen, wenn hier irgendwo ein Stein oder irgendwie sowas runterfallen würde. Das wäre sehr nett. Aber hier ist gar nichts. Kommt auch leider nichts. Nee. Okay. Das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg wieder nach oben. Ich habe keine Pfeile, ich kann nichts bombardieren. Ich kann gerade eigentlich gar nichts machen. Ach doch, kann ich doch. Ich hab doch meine lebende Bombe bei mir.
die mir aber nichts nutzt. Ein Königsschwert. Er ballert einfach dagegen. Moment. Ich stelle mich direkt vor. Mir kann theoretisch nichts passieren. Okay. Tatsächlich kann ich jetzt hier gerade nichts machen. Gar nichts. So gar nichts, gar nichts. Also, wieder hoch zum Akkala-Institut. Beziehungsweise, der Turm ist zu weit weg. Da komme ich ja gar nicht hoch. Aber vielleicht, wenn ich da in der Nähe bin.